Wunderschönen guten Abend, Michael. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu unserer Roland-Werkstatt. Du möchtest gerne heute Abend einen kleinen Kurzvortrag halten, und zwar heißt er Ortsfamilie Bücher News. Du hast da sicherlich ganz viel Spannendes zu diesen Ortsfamilienbüchern notiert und möchtest uns das gerne vermitteln. Bitte Genau so schön. ist es. Ja, wie bereits gesagt, mein Name ist Michael Johne. Ich bin 38 Jahre alt und lebe in Bremen. Mit meiner Ahnenforschung selbst habe ich 2010 begonnen und irgendwann entwickelte sich so in den letzten 10 Jahren, dass ich ein gewisses Interesse für Ortsfamilienbücher gezeigt habe. Das kommt auch ein bisschen daher, weil ich auch einige Vorfahren in Polen habe, was damals noch Westpreußen war. Und zwar aus Prinzental. Das ist ein kleiner Vorort von Bromberg. Heute auf Polnisch heißt Prinzental Bydgoszcz und der kleine Vorort heißt Wilczak. Und ja, da hatte ich einige Vorfahren und ich hatte mir gedacht, wie kann ich die ganzen Vorfahren rausfinden, beziehungsweise halt auch die Geschwister und dessen Kinder, die Personenstandseinträge für diesen Vorort gaben allerdings keine genauen Herkünfte über beide Geschwister, sodass ich dann halt auch ja, entschlossen war, mir die ganzen Personenstandsunterlagen von Prinzental downzuladen. War etwas müßig und dadurch ist halt auch mein Interesse bei der Verwaltung dieser ganzen Personendaten. Das Interesse an einem Ortsfamilienbuch ist auch dadurch umso mehr gestiegen, weil ich wollte halt auch andere Nutzer gewissermaßen erleichtern, ihnen zu helfen, bestimmte Vorfahren zu finden. Letzten Jahres, also 2020, hatte ich dann damit begonnen, quasi mir eine Webseite zu erstellen, weil ich hatte halt auch auf Facebook gesehen, dass es immer wieder Meldungen gab über Neuerscheinungen von Ortsfamilienbüchern in gedruckter Form, aber auch Online-Ortsfamilienbüchern, das heißt in digitaler Form im Internet, die man halt über einen Webbrowser abrufen kann, dass da halt immer in unregelmäßigen Abständen, beziehungsweise halt auch bei einigen Online-Ortsfamilienbüchern in regelmäßigen Abständen quasi Neuerscheinungen gab oder halt auch regelmäßig Updates. Und da kam mir halt irgendwann mal die Idee auf, man könnte doch irgendwie eine Webseite machen, in der man die ganzen News festhält, ob es irgendwie Neuerscheinungen sind von Büchern oder halt Updates von Online-Ortsfamilienbüchern. Und so bin ich eben halt auf die Idee gekommen, darüber eine Webseite zu machen. Die Idee, das ganze Erstellen der Webseite war eigentlich relativ schnell. Man sieht das halt hier auch beim geteilten Bildschirm. Der Name ist quasi Programm Ortsfamilienbücher News. Und der Name der Domain, die man aufruft, ist quasi ortsfamilienbücher.news, wobei das Ü in der Domain, also in der Webadresse, als UE umschrieben werden muss. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ü halt auch so direkt einzugeben. Allerdings habe ich von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht, weil das ältere Webbrowser nicht unterstützen. Da wird dann halt, wenn man dann die Domain mit einem Umlaut eingibt und der jeweilige Webbrowser versteht die Sache nicht, das wird dann halt zu einem ja, kryptischen Text umformuliert. Und das sieht dann halt auch nicht schön aus. Deswegen habe ich nämlich halt entschlossen, das Ganze bei UE zu belassen. Okay. Die Webseite selbst entstand vor ungefähr ja, fast jetzt 10, 11 Monaten. Also im Mai 2020 erschien der erste Eintrag online und das Ganze ging auch damals mit dem Online-Ortsfamilienbuch von Sterlei. Das muss irgendwo in der Nähe von Hamburg sein, was da quasi im Projekt Online-Ortsfamilienbücher vom Verein für Computergenealogie ja, online ging. Beziehungsweise dieses Online-Ortsfamilienbuch erschien dann quasi neu. Und das war dann halt der erste Eintrag gewesen. Was sind meine Quellen dazu, um halt an die News zu kommen? Es gibt unterschiedliche Quellen. Einmal habe ich diese Seite von Timo Kracke, wo sich
wo sich quasi eine ganze Auflistung von verschiedenen genealogischen Blocks sich befinden. Da gibt es zwei Spalten. Links davon sind die ganzen Blocks eingetragen und in der rechten Spalte ist quasi wie so eine Art Newsfeed über die aktuellen Beiträge. Ich glaube, es ist sogar auf 20 Einträge in der Auflistung begrenzt. Das benutze ich zum Beispiel als Quelle, aber ich benutze halt auch einen privaten Newsfeed oder halt auch das Projekt Online-Ortsfamilienbücher beim Verein für Computergenealogie. Da gibt es halt auf dieser Seite einen gewissen Menüeintrag, wo man sich eine komplette Tabelle mit den ganzen Online-Ortsfamilienbüchern, die dort zu finden sind, sich quasi anschauen kann. Und diese Tabelle kann man halt auch sortieren, alphabetisch oder halt nach ja, Updates-Datum. Und von dieser Sortierung, beziehungsweise von dieser Spalte, also von dieser Seite, mache ich dann halt Gebrauch. Ansonsten benutze ich halt auch zum Beispiel das GenWiki direkt als Quelle. Es gibt halt auch beim GenWiki spezielle Sonderseiten. In diesen Sonderseiten gibt es halt Unterseiten, zum Beispiel eine Seite über neue Seiten, die ich halt nutze. Und da tue ich halt auch mal fast täglich oder alle 2 Tage mal reinschauen, ob ein gewisser neuer Eintrag vorzufinden ist, der ein ja, Online-Ortsfamilienbuch oder ein Ortsfamilienbuch in gedruckter Form quasi als Beitrag, als Eintrag Einzug gehalten hat. In diesen Einträgen findet man dann halt Metadaten zu diesem Ortsfamilienbuch, beziehungsweise, falls das ein gedrucktes Buch ist, dann halt auch gewisse bibliografische Daten dazu. Darf ich dich mal kurz unterbrechen, Michael? Könntest du mal auch so eine Seite zeigen, wo du das her hast? Das geht leider bei diesem geteilten Bildschirm momentan gar nicht, Oh. weil da wurde ja momentan jetzt die Adressleiste gesperrt. Okay. Moment. Doch, jetzt geht's. Ich kann das mal zeigen. Ich hoffe, seht ihr das? Ja, jetzt geht es, Ja. Michael. Okay. Von Timo Gradke zum Beispiel. Ja, die würde mich nämlich sehr interessieren. Also von Timo Gradke als eine Quelle. Hier geht quasi die Leistung deutscher Technologie. Also hier in der linken Spalte sieht man quasi die ganzen Einträge, die ganzen Blogs, die vorzufinden sind. Und hier die aktuellen Beiträge. Ich hatte ja eben gerade gesagt, das sind 20 Einträge, habe mich da geirrt, das sind 40 Einträge, die halt immer aufgelistet werden. Das ist hier halt eine Quelle, die ich verwende. Eine weitere Quelle ist quasi das Projekt Online-Bücher. Das hat übrigens verschiedene Domains. Online-Ortsfamilienbücher.de oder online-ofb.de oder halt auch über eine Subdomain ofb.genealogie.de oder .net. Das sind halt die 3 verschiedenen Adressen, die man aufrufen kann. Ich verwende meistens halt online-ofb.de, weil das eigentlich die kürzeste ist und auch quasi die Sache eigentlich direkt beschreibt. Weil ortsfamilienbücher.de als Domain, das ist sehr allgemein gehalten. Man könnte jetzt auch die dritte Variante nehmen über die Subdomain, die geht dann halt so. Okay, also hier sieht man das halt. Zum Beispiel hier von Harpstedt, wo Timo Grabke mitgearbeitet hat. Das ist allerdings eine etwas umständliche Variante, weshalb ich die halt beim Eingeben oder bei der Verlinkung von Ortsfamilienbücher News halt nicht verwende oder falls ich mal verwendet habe, dass ich dann halt im Nachhinein umändere. Hier sieht man, wie gesagt, die zweite Quelle, das Projekt Online-Ortsfamilienbücher. Das Projekt selbst, glaube ich, stand im Jahr 2000. Auch im Jahr 2000 entstanden allgemein die ersten Online-Ortsfamilienbücher. Damals gab es auf dieser Seite in so einer im ganz alten Design 8 oder 7 Online-Ortsfamilienbücher und jetzt mittlerweile sind das ungefähr 360 oder 320.
und hat jetzt so einen Anteil von knapp 19% gegenüber den 4.360 Ortsfamilienbüchern in gedruckter Form oder halt auch als Online-Fassung, die derzeit von GMWG erfasst worden sind. Es gibt natürlich, es ist jetzt nicht die Anzahl, die jetzt tatsächlich jetzt quasi im Umlauf sind, aber der Großteil halt schon halt wahrscheinlich irgendwas so um die 95%. Hier öffnet sich jetzt gleich eine Tabelle mit der Auflistung der ganzen Online-Ortsfamilienbücher, die jetzt quasi im Projekt Online-Ortsfamilienbücher vom Verein für Computergenealogie sind. Das dauert meistens halt auch noch ein bisschen beim Laden. Und das sind ja 732 Online-Ortsfamilienbücher. Ich hatte eben gerade gesagt mit 320, da hatte ich mich geirrt. Es sind tatsächlich 832, aber macht im Gesamtschnitt von 4.360 Ortsfamilienbüchern gut 19% aus. Also genau genommen 19,15% mit dem Stand von letzter Woche. Woher ich das weiß, ich hatte ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert und mir halt auch so eine kleine Grafik gestaltet. Und hier sieht man halt eine ganze Auflistung. In drei Spalten, beziehungsweise vier Spalten, der Name des Ortsfamilienbuchs, Anzahl der Personen, die Zugriffe und dann halt das letzte Update. Für mich ist eigentlich als Recherche, als Quelle quasi die Spalte mit den ganzen Updates wichtig. Und das Ganze kann man halt auch sortieren, wenn man dann halt draufblickt, da lädt sich halt jetzt gerade. Und dann sieht man hier das letzte Update. Und das sind jetzt quasi die aktuellen Einträge. Das alleraktuellste wäre quasi dieses Online-Ortsfamilienbuch Schönen, wo auch immer dieser Ort liegen mag. Und ja, es gibt auch unregelmäßige Updates, wie bei Greifenstein zum Beispiel. Das ist ungefähr im Sommer letzten Jahres aktualisiert worden. Aber es gibt auch Online-Ortsfamilienbücher, die regelmäßig abgedatet werden. Zum Beispiel hier Coesfeld oder Belgrad Schiffebein, sofern man das jetzt richtig ausspricht. Oder Estebrücke, das sind einer der, die regelmäßig aktualisiert werden. Oder die auch Kirchspiele, Großrathau und Maldivin. Ja, so viel dazu. Was ich als Quellen noch verwende, ist zum Beispiel von Matricula. Da gibt es halt auch eine Seite, wo die ganzen aktuellen Einträge über Kirchenbücher, die bei Matricula reinkommen, die verwende ich. Oder halt auch von Archion. Da gibt es halt auch eine Seite mit den ganzen Einträgen. Und ja, ich muss dazu sagen, Ortsfamilienbücher-News selbst beschränkt sich nicht direkt auf Neuigkeiten über Ortsfamilienbücher, sondern ich gehe halt auch auf Neuigkeiten über Kirchenbücher ein, also digitalisierte Kirchenbücher oder halt auch Personenstandsregister. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Verein Pommerscher Kreif halt irgendwie Aktualitäten dort erfährt, zum Beispiel halt auch aus der Datenbank GreifX oder es gibt halt auch so eine andere Webseite, also so ein anderes Unterprojekt davon, dessen Name jetzt mir gerade nicht einfällt. Die tun halt auch gewisse Einträge in tabellarischer Form ja quasi abschreiben, die wichtigsten Sachen, irgendwie Name oder und halt ein Datum. Und ja, das benutze ich halt auch aus Newsquellen als Quellen. Oder was gibt es hier halt noch als Quellen? Ich überlege gerade. Genau, von Google selbst, weil Google bietet halt auch einen Dienst an, der heißt Alert, also auf Deutsch Alarm. Und auf dieser Seite kann man gewisse Begriffe eingeben. Ich kann das am besten mal gleich mal direkt zeigen, wie das funktioniert. Das ist wie gesagt so ein Dienst, da kann man hier einen Namen eingeben, irgendwas wie halt Auto. Und man kann hier gewisse Optionen treffen, dass zum Beispiel, also erstmal muss man erstmal sagen, dieser Dienst tut per E-Mail über Neueinträge aus dem Google-Index informieren, sofern eine Webseite diesen Begriff enthält und der dann halt automatisch in den Google-Index landet. Und sobald halt eine Webseite mit diesem Begriff in den Google-Index landet, kriege ich dann halt eine Benachrichtigung per Mail. Es gibt hier bei der Einstellung, um ein Alert zu erstellen, verschiedene Einträge wie Häufigkeit, dass man höchstens einmal täglich informiert oder halt auch bei
jede Indizierung unverzüglich, Quellen, da kann man hier, glaube ich, Deutschland einstellen, ne, genau, was für diverse Kategorien sind, zum Beispiel Newsblog, Video oder Buch halt, oder halt auch Sprache, in welcher Sprache halt die Webseite verfasst ist, das kann man, Ganze kann man hier halt einstellen. Und ja, und diesen Dienst verwende ich hauptsächlich für Nachrichten aus dem Pressebereich, aus lokaler Presse oder internationaler Presse, aber eher mehr aus lokaler Presse. Falls da mal irgendwie ein bestimmtes Ortsfamilienbuch in einer bestimmten Region erschienen ist, und das kriegt man ja in der Regel gar nicht mit, außer irgendeiner kommt aus dieser Region, liest darüber und du das Ganze halt ein bisschen verbreiten. Also auf diese Weise kriegt man das meistens im Regelfall mit. Und dadurch, dass ich jetzt diesen Dienst verwende, habe ich natürlich gewisse Suchbegriffe wie Familienbuch, Ortsfamilienbuch. Und dadurch werde ich dann halt automatisch per Mail benachrichtigt, sobald ein Online-Beitrag der diversen Nachrichtenwebseiten online kommt und halt diesen Begriff enthält und vielleicht einen kompletten Bericht darüber. Da werde ich ja quasi auf diese Weise informiert. So muss ich halt auch nicht jetzt irgendwie, jetzt, wenn man jetzt sich ein bisschen dumm anstellt, über Google eingeben, Ortsfamilienbuch und dann halt irgendwie danach suchen, im Newsbereich, ob da irgendwas Aktuelles erschienen ist. Was benutze ich als Newsquellen noch? Ich überlege jetzt gerade. Kann sein, dass ich noch die eine oder andere Quelle benutze, aber das, was ich eben gerade aufgezählt habe, das sind so die wichtigsten Quellen, die ich in der Regel verwende. Okay. Was kann man hier kurz zur Webseite sagen? Wie bereits gesagt, ortsfamilienbücher.news veröffentlicht Neuigkeiten über Ortsfamilienbücher, Personenstandsregister oder Kirchenbücher. Und ich versuche natürlich täglich darüber zu berichten. Das ist auch gleichzeitig eine Grenze von diesem Newsblog, also ich tue diese Webseite als Newsblog bezeichnen. Vielleicht hat jemand anders einen anderen Begriff, aber für mich ist es eigentlich mehr, ja, so ein typischer Blog. Er hat das Design eines Blogs. Links und rechts sind halt die beiden Sidebars mit den typischen ja, Eigenschaften, hier wie zum Beispiel, man kann hier auf der rechten Seite den Blog abonnieren oder man hat auch eine Kalenderansicht oder eine Listung von den aktuellen Beiträgen oder dererlei Sachen sind ja typisch halt für einen Blog. Deswegen tue ich halt die Webseite als Newsblog bezeichnen und nicht jetzt irgendwie als Nachrichtenseite. Okay, in gewisser Weise sind es natürlich halt auch Nachrichten, aber ich will das Ganze auch ein bisschen, also ich habe gewisse Angewohnheit, Sachen meistens genau zu bezeichnen und nicht mehr so allgemein oder umfassend, sondern ich benutze meistens halt für mich persönlich eine genaue treffende Bezeichnung für eine Sache. Ja, was wollte ich gerade erzählen? Genau, die Grenzen von diesem Newsblog, also von Ortsfamilienbücher-News. Ich versuche täglich Beiträge zu schreiben. In der Regel gibt es auch tägliche, weil man sieht auch hier zum Beispiel zu den aktuellen Beiträgen der Aufstellung, dass Archion eigentlich täglich Beiträge liefert. Auf ihrer Seite, wenn ihr wollt, kann ich ja nachher nochmal die Seite öffnen, wo man das Ganze findet. Und jedenfalls bietet halt Archion auf einer Seite immer aktuelle Beiträge ein und diese Informationen verwende ich dann halt für meinen Newsblog. Und in der Regel erscheinen halt auch täglich die Beiträge. Es ist unterschiedlich, wann sie erscheinen. Sie können vormittags erscheinen, sie können an einem Nachmittags erscheinen, sie können auch in der Mitternacht erscheinen. Je nachdem, wie mir die ganze Zeit zur Verfügung steht, weil das ist ja ein privates Projekt und ich habe natürlich nicht unbegrenzt Zeit. In der Regel stehen mir 3 bis 4 Stunden an privater Zeit für diesen Blog zur Verfügung, weil ich habe auch noch ein Arbeitsleben und mit einer Arbeitszeit von 8 bis 10 Stunden und so und dann halt noch der übliche Alltagskram wie Essen, Einkaufen oder sonstige private Angelegenheiten. Deswegen bleiben mir täglich 3 bis 4 Stunden
Stunden am Tag für den Newsblog zur Verfügung. Im besten Fall. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht mal eine Stunde zur Verfügung ist oder im schlimmsten Fall halt auch gar nicht. Jedenfalls versuche ich täglich zu schreiben. Im Durchschnitt sind die Beiträge zwei Beiträge pro Tag, also beziehungsweise zwei bis drei Beiträge. Es gibt halt auch einige wenige Fälle, wo vielleicht auch mal sechs oder sieben oder acht Beiträge pro Tag erscheinen. Das liegt auch meistens daran, dass die jeweiligen Bearbeiter von Ortsfamilienbücher News ihre Online-Ortsfamilienbücher auf einmal zur Verfügung stellen. Auf der Seite bei diesem Projekt Online-Ortsfamilienbücher vom Verein für Computergenealogie. Da gibt es einige Autoren, die haben natürlich mehrere Online-Ortsfamilienbücher und diese tun sie halt beispielsweise drei, vier Beiträge auf einmal, nicht Beiträge, also Ortsfamilienbücher auf einmal veröffentlichen und dementsprechend kommen dann halt auch drei, vier Beiträge auf einmal zusammen, über die ich halt schreibe, also die schreibe und dann halt veröffentliche. Ja, es gibt aber halt auch einige Grenzen, wenn mir, wie gesagt, die Zeit nicht zur Verfügung steht, wie man halt auch hier sieht. Ich hoffe, ihr erkennen. Ich sehe gerade in der Statistik, da sind Einnahmen besuchen. Ja, jetzt quasi die Admin-Ansicht. Ich bin da halt in diesem WordPress, also in diesem Newsblog angemeldet. Es ist technisch gesehen übrigens, basiert das Ganze auf WordPress, ist so eine Blog-Software. Mittlerweile wird es halt auch als CMS interpretiert. CMS ist quasi ja, eine funktionell besser aufgestellte Software im Online-Bereich für Webseiten. So eine Blog-Software ist relativ einfach, aber mittlerweile hat sich auch in den letzten Jahren WordPress ein bisschen gemausert, Zusatzfunktionen eingebaut und das kann man heute schon durchaus mit einer CMS-Software vergleichen. Aber ich persönlich sehe noch bei WordPress den typischen Charakter einer Blog-Software, weshalb ich halt auch die Webseite ortsfamilienbücher.news als News-Blog bezeichne. Ja, die Grenzen sind, wenn ich mal keine Zeit habe, das sieht man hier auch in der Kalenderansicht, dass da einige Tage gibt, wo ich da mal nichts schreiben kann. Das sieht ihr halt auch im März. In dieser Woche, dieser Wochenspalte fehlen halt irgendwie so drei, vier Tage oder halt auch in der aktuellen Woche. Zum Beispiel gestern und heute konnte ich nichts schreiben. Der Grund zum Beispiel lag halt daran, weil ich jetzt auch ein bisschen viel mit der Recherche über Ortsfamilienbücher in geschichtlicher Hinsicht beschäftigt war, mich in gewissen Quellen eingelesen habe, um gewisse Sachen zu verstehen und halt auch frei darüber zu sprechen, weil als Referent oder allgemein jemand, der sich mit Ortsfamilienbüchern beschäftigt, sollte halt auch über eine Sache Bescheid wissen und so weit wie möglich das quasi in sich verinnerlicht haben auf die wichtigsten Dinge. Man kann natürlich jetzt nicht alles im Detail wissen, aber über die wichtigsten Dinge sollte man halt schon Bescheid wissen. Und ja. Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht schon die ersten Fragen. Soll ich mal in die Runde fragen, wer was dazu sagen möchte oder fragen möchte? Nur zu, Ja, also. ich höre da schon aus der Ecke gerade ein Ja. Ja, genau. Und zwar hast du eben die Seite mit dieser Statistik vom CompGen gezeigt. Wie finde ich die? Muss ich den Link dazu kennen oder finde ich die irgendwie über die Hauptseite und ich kann mich runterklicken? Oder muss ich wirklich den Komplettlink da kennen? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Wie hast du das gemacht? Diese Statistik, ne? Da war doch so eine Statistikseite. Das ist Da richtig, stand ja. dann, ne? Ja, das kann ich schon mal kurz vorführen. Ja, das wäre super. Wie gesagt, man kann das Ganze eingeben. Du musst dir halt einfach im einfachsten Fall online-ofb.de merken. Das ist die Ja, kürzeste ja. Adresse von allen drei Adressen, die mir jetzt bisher bekannt sind, um Ja. die gleiche Website aufzurufen. Die öffne ich jetzt mal. Und dann siehst du hier auf der linken Seite Funktionen. Da gibt es hier Ach, Statistik. da ist er. Ja, alles klar. Da klickst du mal drauf. Das Ganze braucht natürlich halt Okay. zu laden, weil jetzt da 832
Einträge Ja. gelagert müssen. Und ja, dann hast du es halt alle. Ja, okay, da. Man kann übrigens auch, wenn man nur die Comptgen-Seite kennt, also von, wenn man auf die Hauptseite von Comptgen geht, comptgen.de, und dann kann man nämlich über die verschiedenen Projekte, da gibt es dann, meine ich wenigstens auch die OFB, oder? Vertue ich mich da jetzt? Nein, ist Guck richtig. das Ich mal. gehe. Es ist drauf, ne? Ich gehe nämlich Ja, ich. überall immer so drauf von der Hauptseite. Ich bin Nee, so ich ein gehe. Hauptseitenläufer. Ich gehe immer auf die Hauptseite und dann marschiere ich los. Nee, bei Comptgen gehe ich immer übers GOV, übers genealogische Ortsverzeichnis. Dann brauche ich bei mir nur immer GOV eingeben, dann bin ich da und dann hast du auch oben die gelbe Leiste, wo alles drin Ja, steht. genau. Ja, genau. Und ich gehe immer erstmal über die Comptgen-Hauptseite und dann suche ich mir das Projekt, wo ich gerade rein will. OFB oder Adressbücher oder irgendwas. Genau, Ja, danke schön. Alles weil klar. das GOV meine Hauptseite ist, gehe ich immer darüber in alles okay. rein. Ja, Aber so hat jeder seine Vorlieben. jeder hat so seinen Weg, ne, wie er immer arbeitet. Okay, danke. Ich hätte auch eine Frage, wie kann man Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt irgendwas Besonderes findet auf deiner Seite? Wie schreibt man dir, telefoniert man oder wie funktioniert das Ganze? Man kann telefonieren, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich über Facebook erreichen, man kann mir einen klassischen Brief schreiben, eine Postkarte, also es gibt viele Alles Möglichkeiten. ist drin, alles klar, ja. Okay, bei der Webseite gibt es hier eine kleine Menüspalte mit vier Einträgen, Startseite über diese Seite, so als kleine Infoseite, Ja. Datenschutzerklärung, die sich wahrscheinlich wegen der Länge gerne sich durchlesen will und als dritten Punkt gibt es Impressum und Kontakt. Und da kann man eigentlich die Kontaktmöglichkeiten zu mir Ah ja, ich sehe gerade. ja, genau, hier klassische Adresse, Telefon, Festnetz. Man kann mich vom Business erreichen. Probieren. Also es gibt die Möglichkeit, quasi über einen Festnetzanschluss auch mit über WhatsApp zu kommunizieren. Das ist möglich. Das funktioniert bei mir. Und ja, ansonsten halt über E-Mail hier, die abgebildet ist. Oder halt auch direkt in diesem Eingabefeld kann man sein Anliegen mitteilen. Falls man irgendwie eine Frage hat oder man hat irgendwie ein tolles Ortsfamilienbuch entdeckt und möchte es gern halt mir mitteilen. Das sind halt so die Möglichkeiten, mit mir zu kommunizieren Kommunizieren. bzw. in Kontakt zu treten. Danke. Okay. Die E-Mail ist übrigens auch ganz leicht. Die klingt genauso quasi wie der Domainname, wo es eben halt dann mit info@ortsfamilienbücher.news. Der Norbert Bormann hat sich gemeldet. Man sieht das an der gelben Hand. Norbert, könntest du bitte deine Frage stellen? Ja, hallo. Besteht denn Kontakt zu Verlagen, die in regelmäßigen Abständen auch Familienbücher herausgeben? Also mir fällt da aktuell, der Gardemia Verlag bringt ja praktisch laufend neue OFB gedruckt raus. Ich erfahre immer durch die Comgen-Zeitschrift da, weil es macht ja auch nur Sinn bei Ortsfamilienbücher News, wenn da natürlich auch automatisch Neuerungen reinfließen. Genau, also ich schaue Und für den. halt auch beim Katamina Verlag vorbei. Das habe ich jetzt vergessen, als Quelle mit zu erwähnen. Also beim Katamina Verlag schaue ich halt auch mit vorbei. Ich kann mal kurz mal die Webseite halt Ja, aufrufen. gut, aber die haben ja Interesse, also müssen die das ja irgendwie so automatisch liefern. Wir leben ja im Zeitalter der, im Die haben digitalen dann. Zeitalter. Ja, ich gucke gerade. Die haben hier zwar so ein Newsletter, ich habe mich da angemeldet, allerdings da nie was erreicht, aber die bieten jetzt auch eine Seite an mit Neuigkeiten. Quasi eine Auflistung von den aktuellen Beiträgen, das müsste jetzt hier sein. Und ich weiß nicht, ob noch andere Verlage das machen. Dazu komme ich gleich. OFB. Ja, wie gesagt, hier das ist der Katamina Verlag, hier das sind die aktuellen Einträge. Das letzte Ortsfamilienbuch im eigentlichen Sinne war von Nürtershausen, von Manfred Rüttgers. Und hier gibt es aktuell, worüber ich noch nicht berichtet habe, das ist zwar kein direktes Ortsfamilienbuch, allerdings ist es mehr so eine Abschrift von den Kirchenbüchern von Gellenau. Das liegt ja, beim Erzgebirge. Da hatte ich mal mit der Inhaberin Susanne Breudel telefoniert, was das genau ist. Und sie hat mir halt mitgeteilt, dass es kein direktes Ortsfamilienbuch ist, sondern halt mehr quasi eine Abschrift
von den ganzen Einträgen quasi eins zu eins, wie die da vorzufinden sind und halt auch in einer alphabetischen Sortierung. Der Autor selbst hat auch früher mal Ortsfamilienbücher von dieser Ortschaft, also von Gellenau, veröffentlicht, aber im Zuge der DSGVO mussten die ganzen Bücher halt auch wieder vom Verlag weggenommen werden, weil da halt auch Angaben über, also Daten über lebende Personen mit bei waren, also Geburtsdatum und so. Und durch die GSVO geht das leider halt nicht mehr, weil man jetzt nicht mehr ohne weiteres Daten über lebende Personen veröffentlichen kann, also personenbezogene Daten bzw. private Daten, sondern halt nur mit der expliziten Einwilligung. Und es war natürlich ziemlich umständlich, die ganzen Personen anzufragen, sofern man halt über die ganzen Kontaktdaten, die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu diesen Personen hat. Das ist, ja, sagen wir so, fast eine unmögliche Aufgabe. Deswegen hat sich da die Inhaberin Susanne Breul entschieden, als rationelle Möglichkeit, die ganzen Bücher quasi in ihrer Veröffentlichung einzustellen. Das Ganze sind ungefähr 70 oder 80 Bücher, also knapp zwei Fünftel von dem Gesamtbestand, weil der Katharmine Verlag selbst hat aktuell 404 Bücher veröffentlicht und ca. 320 geschätzt jetzt sind noch ja, verfügbar zum Kaufen. Auf die Frage, also es gibt erstmal wenige Verlage, die sich mit auf den Druck auf den Verlag, also auf das Verlegen und Veröffentlichen von Ortsfamilienbüchern konzentrieren. Es gibt einmal den Katharmine Verlag, dann gibt es halt auch den Gendi Verlag, wobei der Gendi Verlag, nochmal nachträgliche Grüße an Andreas, der jetzt wahrscheinlich zuhört. Es gibt keine direkte Webseite, irgendwie so gendi-verlag.de, sondern halt einmal diese Webseite gendi-strom.de oder halt auch etwas allgemeiner gendi.de, wobei gendi.de auf die genealogischen Dienstleistungen von Andreas Stefan, den Verlagsinhaber, verweisen. Und Gendi ist die Abkürzung für genealogische Dienstleistungen. Und auf dieser Seite, das ist erstmal, wie gesagt, ein allgemeiner Shop. Da findet man jetzt nicht nur verlagseigene Bücher vom Gendi Verlag, sondern halt auch verlagsfremde Bücher, die in diesem Shop angeboten werden. Zum Beispiel diese hier sind jetzt aktuell, zum Beispiel Familienbuch Hasbro und Dautweiler, das jetzt seit 2-3 Wochen gibt. Das ist halt gut eine Woche jetzt in diesem Shop online und ist ja also auch ein verlagsfremdes Buch. Oder halt hier auch Familienbuch der ehemaligen reformierten Pfarrei Konken oder halt auch hier einige andere Anträge. Und wenn man jetzt auf diese Seite geht, zum Beispiel neue Artikel, da findet man quasi die aktuellen Einträge, die jetzt beim Gendi-Shop vorzufinden sind, beziehungsweise halt auch in dem Fall auch dem des Gendi-Verlags. Es gibt noch einen dritten Job, einen dritten Verlag, der sich damit beschäftigt. Das ist der WGR Verlag, beziehungsweise Verlag Wille Gerhard Richter. Und der ist eigentlich weniger bekannt. Der hat seinen Verlagssitz in der Nähe von Bonn, also in Alfter. Das ist eine Ortschaft, die sich westlich von Bonn befindet. Und die veröffentlichen halt auch Ortsfamilienbücher. Allerdings auch nur Ortsfamilienbücher. Wir haben zum Beispiel der Katharmine halt auch ein beides Spektrum an andere Kategorien hat, sowas wie Ausbildung, Religion, Musik, Kunst, Enzyklopädien, wobei beim Katharmine Verlag in den jeweiligen Kategorien relativ wenig Bücher veröffentlicht werden. Zum Beispiel bei der Ausbildung findet man nur zwei Einträge, aber dass die Kategorie Ortsfamilienbücher als Hauptfeld haben und halt auch dementsprechend während ihrer gesamten Zeit, wo sie halt den Dienst anbieten beim Veröffentlichen von Büchern, quasi 404 Bücher veröffentlicht haben und quasi das Ortsfamilienbuch ist quasi das Hauptbetätigungsfeld. Und wie gesagt, hier dieser Verlag ist der dritte Verlag, der mir bekannt ist, der sich halt auf Ortsfamilienbücher mit dem Druck und der Veröffentlichung spezialisiert hat. In dem Fall, bei diesem Verlag wurden 9
Ortsfamilienbücher veröffentlicht und ja, geografisch gesehen tun diese Ortsfamilienbücher halt auch die verschiedenen Ortschaften um den Raum von Bonn abdecken. Es gibt ja noch zwei andere Verlege, also genealogische Verlege, zum Beispiel der Degener Verlag. Allerdings, also da tut auch Ortsfamilienbücher veröffentlichen, das sieht man hier auf dieser Seite, das sind die Beiträge, die ich mir vor kurzem angeschaut habe. Im Zuge meiner Recherche habe ich allerdings festgestellt, dass der Verlag selbst noch kein verlagseigenes Ortsfamilienbuch veröffentlicht hat. Deswegen ich will jetzt nicht sagen, davon abraten will, aber dass man sich lieber auf die Verlage konzentriert, wenn man die Absicht hat, irgendwie ein Ortsfamilienbuch in gedruckter Form zu veröffentlichen, dass man das bei den erstgenannten drei macht. Es sei denn, man hat natürlich irgendwie eine besondere sympathisches Interesse für den Degener Verlag, vielleicht weil man den halt so toll findet, dass man natürlich halt bei diesem Verlag veröffentlicht. Es gibt noch einen, dem Patrimonium Transcriptum Verlag. Da muss ich mal gucken. Der ist halt auch genealogisch ein bisschen orientiert. Durch könnte man halt auch bei diesem Verlag das ist jetzt die falsche Seite. Patrimonium, der heißt Transcriptum Verlag. Wie gesagt, da tut sich halt auch mit genealogischen Büchern befassen. Hat allerdings auch selbst kein Ortsfamilienbuch im eigentlichen Sinne veröffentlicht, sondern eigentlich mehr, wie ich das richtig verstanden habe, CDs veröffentlichen. Ich habe gerade einen in der Hand, eine CD. Also wir haben ganz viele CDs von dem Patrimonium Verlag, aber das sind eben Kopien von Kirchenbüchern, die veröffentlicht haben. Genau, das wollte ich gerade mitteilen. Mhm. Es gibt ja auch diverse der Gruppen, soweit ich weiß, wie ich recherchiert, werden da halt auch Bücher mit veröffentlicht. Allerdings auch keine Ortsfamilienbücher. Deswegen, es wäre zwar theoretisch möglich, aber praktischerweise sind da noch keine Ortsfamilienbücher erschienen. Patrimonium hat ausschließlich CDs und DVDs und die Daten kommen noch ausschließlich vom Landeshauptarchiv Nordrhein-Westfalen. Ja. Und genau, sind praktisch abfotografierte Originale. Ja. Ich habe hier eben eine Frage noch aus dem Chat. Und zwar fragt der Markus, ich habe persönlich noch kein Ortsfamilienbuch gedruckt gesehen. Was ist denn der Mehrwert gegenüber einem Online-Ortsfamilienbuch? Gibt es Textteile etc. im Gegensatz zu einer reinen Personenauflistung? Kannst du den Unterschied vielleicht auch mal erklären oder wer kann das machen? Ich kann das erklären. Gut, kommt ganz immer ran. Okay, also es werden ja quasi die Vor- und Nachteile von Online-Ortsfamilienbüchern gegenüber gedruckten Ortsfamilienbüchern nachgefragt. Das Online-Ortsfamilienbuch hat natürlich mehr Vorteile als ein Buch in gedruckter Form. Also einerseits wird ein Online-Ortsfamilienbuch stetig aktualisiert. Mögliche Fehler, die darin auftreten, werden schneller beseitigt und das Online-Ortsfamilienbuch kann man eigentlich überall aufrufen. Man muss einem halt nur eine Internetverbindung haben und dann kann man halt über das Smartphone, über ein Tablet oder vielleicht auch am heimischen PC das Online-Ortsfamilienbuch aufrufen. Man kann da auch relativ sehr viel Information mit einbringen, nicht nur die wichtigsten Informationen, wie die genealogischen Beziehungen, also Geburt, Taufe, Eheeintrag oder Sterbefall bzw. Name, sondern halt auch sonstige Informationen wie die Angabe des Berufes, die Todesursache oder halt auch verschiedene Notizen über frühere Besitzverhältnisse oder halt auch den Herkunftsort oder sonstige Notizen, weil letztendlich passiert das ja technisch gesehen auf einer GetComm-Datei, die dann halt online quasi in eine SQL-Datenbank eingespeichert wird. Und da kann man eigentlich beliebig viele Informationen mit einbringen.
Der Nachteil eines Online-Ortsfamilienbuch ist zugleich auch der Vorteil eines Ortsfamilienbuch in gedruckter Form. Das heißt, wenn mal irgendwie der Strom weg ist, also Stromausfall in einer Stadt, oder man hat das Internet nicht bezahlt oder Handy ist gesperrt oder das Handy wird eingestohlen, beziehungsweise das technische Gerät allgemein, dann ist einem der Zugriff verwehrt. Und deswegen kann dann an dieser Stelle das Ortsfamilienbuch in gedruckter Form ja quasi genommen werden und drin rumgeblättert werden. Der Nachteil eines Ortsfamilienbuchs in gedruckter Form ist natürlich, man kann es schlechter aktualisieren. Wenn überhaupt, dann muss man das erstmal komplett neu drucken, beziehungsweise man muss erstmal das Dokument öffnen am heimischen PC, die Daten eingeben und dann halt zum Verlag schicken. Das Ganze geht dann halt an die Druckerei weiter, wo das gedruckt wird und so. Erstmal, da wiegt diese Aktualisierung erstmal aufwendiger und halt auch ein bisschen kostenintensiver, weil so ein Online-Ortsfamilienbuch kostet eigentlich nichts. Okay, kostet zwar was, Kosten für Strom, private Arbeitszeit, aber das kann man schlecht irgendwie halt in einen Geldbetrag umrechnen. Also musste das jeder so ein bisschen auch für sich selbst entscheiden, denke ich mir, ne? Nein. Letztendlich halt auch. Ich finde so, zum Beispiel... Der Norbert meldet sich schon die ganze Zeit. Ja, Norbert. Ich meine, ich wollte dazu auch was sagen. Ja. Also eigentlich gibt es gar keinen Grund mehr, ein Ortsfamilienbuch gedruckt zu machen. Ich sehe überhaupt gar keinen Grund. Ein Stromausfall ist kein Grund. Der Vorteil ist, ich kann halbfertig anfangen. Ja, das kann ich bei einem gedruckten überhaupt gar nicht. Ich kann halbfertig anfangen, weil in der Vergangenheit hat jemand teilweise 10 Jahre lang an einem Ortsfamilienbuch gearbeitet und man wird doch irgendwie nie fertig. Seit wann wird man denn fertig? Dann kriegt man immer noch Informationen von irgendwelchen anderen Leuten. Man hat dann vielleicht ein Kirchenbuch komplett erfasst und ausgewertet und dann veröffentlicht man das. Und die Kosten sind ja enorm. Also ich sehe keinen Grund mehr, warum man das in gedruckter Form macht. Manche machen das, es gibt noch viele Menschen, die brauchen etwas in der Hand. Ja, die Zeitschrift Comgen, die habe ich auch gerne in der Hand, wenn ich sie lese. Aber bei dem Ortsfamilienbuch nicht. Und ich habe schon einige in der Hand gehabt auf Genealogentage. Dann waren dann einige da, lagen dann aus und habe ich mir die angeguckt. Da waren ja teilweise noch nicht mal Namensregister hinten drin. Wow, habe ich gedacht, wie soll man sich denn da zurechtfinden? Also ich sehe keinen Grund mehr, das zu machen. Der Herr Josef hatte sich auch vorhin gemeldet. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ich habe die Hand wieder gesenkt, danke. Ja, habe schon gemerkt. Ja, ich wollte dazu vielleicht auch noch was sagen. So die Erstellung eines Ortsfamilienbuches ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit. Wie gesagt, sehr arbeitsintensiv. Und wenn ich es online veröffentliche, erreiche ich ja viel, viel mehr Leute, als wenn ich es drucken lasse. Es kommt immer jetzt auf die Anzahl der Exemplare an, die ich drucken lasse. Lasse ich einige wenige Exemplare drucken, die stehen dann in irgendwelchen Bibliotheken. Vielleicht haben auch, ich sag mal, einige Leute es auch gekauft bei mir. Aber letztendlich, diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, sehe ich also lohnender, wenn es möglichst viele Menschen erreicht, die dann interessiert sind, als wenn es halt wenige Menschen nur erreicht. Das wäre mein Argument. Und natürlich eben halt die Vorteile, die gerade der Norbert natürlich schon auch erwähnt hat oder auch der Michael mit den ganzen Zugriffsmöglichkeiten. Also das ist so mein Gedanke dazu. Okay. Chatmeisterin, da ist noch hier eine Frage im Chat irgendwo? Im Moment nicht. Gut. Norbert? Ja, man muss ja auch eins berücksichtigen. Es gibt, glaube ich, über 5.000 gedruckte Ortsfamilienbücher. Über 5.000. Nein? Nein, also im Genwiki, also im Ortsfamilienbuch. Das ist ja auch nicht komplett, das Genwiki. Ja, also die genaue Anzahl von diesen gedruckten Büchern weiß man halt nicht. Das Genwiki, also das Ortsfamilienbuchverzeichnis. Dann muss man einfach mal nachfragen beim Institut für Genealogie. Früher ging man so vor,
Das wurde ja alles in Zusammenarbeit mit den Vereinen gemacht. Ich hatte da mal einen Vortrag gehört. Ich glaube, das war in Potsdam. Das ist schon lange, lange her. Oder kann auch noch früher gewesen sein. Von jemand aus der DAGV, wo man darum geworben hat, wie man dann Ortsfamilienbuch erstellt und wie man das dann auch finanziert und, und. Und das bekam auch eine Nummer und diese Nummer lief alles über die Stiftung Genealogie. Und die haben auch eine Bibliothek und da sind auch jede Menge Ortsfamilienbücher liegen da vorhanden und auch registriert. Also und ich meine, ich hatte mal mit dem Herrn Bellersen gesprochen, der hat mir so eine Zahl von 5.000 um die Ohren gehauen. Dieser Bibliothek, ist die in Ludwigshafen zu finden? Ist die eventuell gemeint? In Frankfurt, glaube ich. In Ludwigshafen ist die Bibliothek von diesem Bahnheimstättenwerk, wie das heißt. Die haben ja ungefähr 3.000 Bücher aktuell. Also mit dem Stand jetzt von 2018, wie das aktuell auf der jeweiligen Webseite da vorzufinden sind. Die haben ja einen Bestand von 3.000 Büchern. Gut, die haben den Bestand, aber die haben ja nicht alle. Also es gibt schon jede Menge. Und das große Problem für uns Genealogen ist, da stehen irgendwo überall stehen gedruckte Bücher rum. Und ob dann meine Vorfahren, die ich suche, irgendwo da drin stehen, das erfahre ich nicht. Und kein Mensch hat die Zeit, 5.000 Bücher zu durchsuchen, ob da irgendwas drin ist. Das sehe ich als großes Problem an. Ist natürlich ein mögliches Problem, ja klar, gegenüber einem Ortsfamilienbuch. Da kann man quasi schneller recherchieren. So, Josef, du meldest dich wieder. Ist schon wieder weg? Dann habe ich nochmal, und zwar hat die Silvia in dem Chat geschrieben, es gibt doch einen Grund, wenn man es nicht mehr macht, ist die Existenz eines Familienbaumes in Gefahr, sodass der Ort, woher sie kommen, gar nicht mehr auf der Landkarte Stadtplan sich befinden wird. Was meinst du damit, Silvia? Kannst du das vielleicht selber einmal erzählen, wenn du dein Mikro anmachst? Ja, hört ihr mich? Ja. Gut. Also, ich bin also in Brasilien und ihr habt eine ganz andere Vorstellung von einer Bearbeitung in der Genealogie. Aber wir Ausländer, Ausländer heißt, wir sind von Deutschland, von Österreich, von der Schweiz in Brasilien. Wenn wir unsere Urkunde nicht finden, nicht haben und wir nicht einmal ein Register irgendwo haben, sei es in der Kirche, sei es im Staatsarchiv, wo es nur sein soll, dann ist wirklich ein Leben von Wiederaufbau in einem fremden Land. Ich werde gar nicht die Details beschreiben, weil das ist alles sehr, manchmal sogar sehr traurig. Aber ich finde, die Urkunde, die Wurzel, die ist doch in Deutschland oder sie ist doch in Österreich. Und das müsste man vielleicht für bis zur fünften Generation oder bis zur siebten Generation doch behalten, weil es ist eine Existenz eines Landes, eine Rasse, eine Bevölkerung. Das ist wie soll ich sagen, meine Bearbeitung im Moment. Silvia, ich Du glaube, hast was da falsch verstehst du etwas verstanden. verkehrt. Und zwar Okay. dieses Ortsfamilienbuch. Da sind nicht die Urkunden drin, das sind keine Kirchenbücher, sondern da hat sich jemand die Arbeit gemacht, die ganzen Kirchenbücher abgeschrieben und hat dann die Familien zusammengefügt. Und da sind, also wir sind nur reine Textdateien und keine Bilder von den Kirchenbüchern drin enthalten, keine Urkunden. Und du meinst Nee, wahrscheinlich. okay. Vielleicht habe ich mich jetzt auch falsch geäußert. Aber schauen Sie, diese Arbeit ist fantastisch. Weil wenn ich in Deutschland bin und ich zu einem Verlag oder wo diese Bücher sich befinden, komme und ich kann geschichtlich etwas beweisen, also in diesem Buch steht irgendetwas von einer Geschichte eines Landes, einer Bevölkerung des Landes. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte für die Welt. Ob ich jetzt in Japan oder in Brasilien, ist es egal. Es ist Geschichte. Silvia, die Diskussion geht ja darum, ob das online ist oder gedruckt ist. Es geht Richtig. nicht darum, die gar nicht zu machen. Die Diskussion ist, wird noch ein Buch gedruckt, das man kaufen kann, oder kannst du vielleicht von Brasilien aus online das einschauen? Das wäre für dich Richtig. in Brasilien sogar noch besser, weil du musst überhaupt nicht Ja. nach Deutschland, sondern du kannst im Internet
direkt reingucken. Das ist die Diskussion. Weil es gibt Leute, zum Beispiel, ich handle das so, wenn ich nur ein, zwei Familien da kurz wohnen habe, ist mir das Internet lieber. Wenn meine Familie da 300 Jahre gelebt hat, bin ich auch noch so ein Alter, da habe ich lieber ein Buch in der Hand. Und das ist die Diskussion. Ne? Internet das, oder Buch? Gar nicht. Nicht gar nicht. Aber wir schmeißen nichts weg. Und Nein, nein, die Bücher sollen noch geschrieben werden. Ja. Nur die Frage war jetzt, will man die wirklich richtig als Buch schreiben oder will man die Daten, die man eingegeben hat, die man alles aus dem Kirchenbuch abgeschrieben hat oder schon in sein Computerprogramm, in sein Genealogieprogramm eingegeben hat, einfach online veröffentlichen. Und das ist doch bedeutend einfacher und auch viel, viel kostengünstiger, beziehungsweise eigentlich außer der Arbeitszeit kostenlos. Du gibst die Sachen ein in dein Genealogieprogramm, erstellst dann eine Datei daraus und lädst die hoch. Und damit ist das Ortsfamilienbuch dann fertig, wenn du natürlich vorher auf dem Rechner alles bearbeitet hast. Würdest du das jetzt als Buch direkt drucken, dann hättest du zwar auch die Arbeit gemacht, dir die Daten alle eingegeben, nachgeguckt, dass alles richtig ist, eine Datei erstellt, damit gehst du zum Buchverlag hin, sagst, ich möchte das gerne drucken lassen in 50, 100, 500 Büchern möchte ich davon gerne haben, du zahlst ein Heidengeld für den Druck und dann musst du erstmal gucken, dass du die Bücher auch verkaufst. Aha. Und dann kann es passieren, dass die Bücher, ich sag mal, du hast nur 100 Stück drucken lassen, weil alles andere wäre zu teuer, dann ist vielleicht ein Ortsfamilienbuch noch in dem Ort geblieben, aber hinterher weiß keiner mehr, wo das ist. Ein Buch geht vielleicht in ein Archiv oder in eine Bibliothek, wo es verpflichtend dann abgegeben werden muss. Und die anderen 480 Bücher oder 180 Bücher, keine Ahnung, wie viel man gedruckt hat, die werden vielleicht verkauft und liegen dann bei irgendeinem privaten Forscher zu Hause im Regal. Da kommst du dann nicht dran und ich komme dann nicht dran. Ja. Sind die der aber Norbert hat veröffentlicht. Regina, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Der Norbert meldet sich schon die ganze Zeit. Darf ich den jetzt dran nehmen? Ja, da vielleicht hätte ich eben noch den Satz zu Ende sprechen dürfen, aber ist jetzt egal. Lass den Norbert sprechen. Beides. Ja, gut. Würde beides machen, aufbewahren, immer bewahren. Ja. Machen wir eben den Norbert noch. Ja, ich habe zwei Punkte ganz kurz. Zum einen, das große Problem bei der Erstellung eines Ortsfamilienbuchs ist die ortsfremde Trauung, die dann im Prinzip ja häufig am Ort der Frau stattfindet. Und die hat man häufig nicht. Und deswegen kann man teilweise auch Vater, Sohn nicht zur Zusammenführung führen. Das kann sich natürlich ergeben durch Informationen von anderen Familienforschern. Deswegen ist dann gedruckt, ist fertig. Es gibt noch eine dritte Variante, außer dem gedruckten und dem Online-Ortsfamilienbuch. Das machen die Galiziendeutschen. Die erstellen PDF-Dateien und verschicken die für einen Kostenbeitrag, glaube ich, von 5 Euro. Das heißt, das wird dann auch immer in gewissen Abständen auch aktualisiert. Ja, also das ist im Prinzip gedruckt als PDF. Und das kann man sich dann zu Hause anschauen oder eben ausdrucken. Und ich glaube, das sind circa 80 Bücher. Das ist alles Ostgalizien, also heutige Ukraine, also die evangelischen, katholischen Siedlungen, die es da gab. Also in Österreich-Ungarn war das da gewesen zu der Zeit. Okay, ich danke dir und ich sehe noch eine Hand, das ist von Georg. Ja, ich wollte mich dann auch mal mit dem Handheben zu Wort melden. Ich finde im Chat eine Bemerkung sehr interessant von Markus. Er schreibt zum Beispiel bei diesem einen Verlag, also in den Büchern waren ja dann noch lebende Personen mit Daten, dass die dann rausgenommen werden mussten wegen der DSGVO. Das ist natürlich bei Online-Ortsfamilienbüchern anders letztendlich irgendwo. Da hätte man es dann filtern können, wenn die online gestanden hätten. Ja, aber eben halt, da darf man natürlich auch die Daten der Lebenden nicht veröffentlichen, aber wenn solche oder wenn Fehler passieren, das hat ja der Michael auch gerade schon gesagt, lassen die sich viel schneller korrigieren. Und wo ich also auch noch mal eben was zu sagen wollte,
war von Heinz die Bemerkung, die Krönung einer genealogischen Arbeit ist für mich ein gedrucktes OFB. Das ist natürlich in dem Sinne auch richtig, dass man wirklich auch mal ein gedrucktes Werk, was man selber erstellt hat, auch mal in den Händen hält als Buch. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Nur das andere ist natürlich, was ich vorhin schon sagte, man hat unglaublich viel Zeit reingesteckt und nur wenige Leute lesen es. Ja, oder kaufen es. Während eben die Ortsfamilienbücher dann Millionen von Menschen erreichen können, die Online-Bücher. Und das ist immer so ein Ding, wo ich irgendwo sagen würde, ich würde vielleicht, wenn ich als erstelle, vielleicht beide Wege wählen. Dass ich sage, ich mache es natürlich online, ja, damit es möglichst viele erreicht, damit sich meine Arbeit auch wirklich gelohnt hat. Und dann eben vielleicht lasse ich mir davon letztendlich eine gewisse Anzahl dann auch irgendwo drucken. Ja, das ist natürlich auch noch was ganz anderes, wenn man das dann vielleicht auch nochmal weitergeben kann an andere. Also ich würde vielleicht beides machen. Aber wie gesagt, da kommt auch noch von Gerd der Hinweis, Verlage haben Urheberrechte. Da muss man dann natürlich auch wieder schauen, ne, wie sich das dann verhält, wenn man da ein Ortsfamilienbuch über einen Verlag dann letztendlich drucken lässt, ne? Das wollte ich noch dazu sagen. Ansonsten, der Norbert hat, glaube ich, noch seine Hand oben. Ja klar, weil ich darauf kurz antworten wollte. Ja, bitte, Georg. Gerne. Ja. Wenn man es online macht, also es ist ein Problem, gedruckt, und deswegen machen ja manche auch über Verlage, weil es ist natürlich ein Problem der Finanzierung. Also wenn ich schon mal auf den Vortrag zurückgehe, den ich da vor circa 20 Jahren gehört habe, ist es ein Problem, ein Ortsfamilienbuch gedruckt herauszubringen. Damals gab es noch kein Online, weil es muss ja finanziert werden. Und wenn man eine kleine Auflage hat von 100 Stück, das geht richtig ins Geld. Ja, ja. Das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Ja? Und da muss man teilweise im Ort wohnen und muss vorher rumlaufen von Tür zu Tür und im Prinzip versuchen, die vorab zu verkaufen, wurde da empfohlen in dem Vortrag. Ja. Und beides zu machen, online, dann kauft es keiner mehr. Wenn es online ist, kauft es keiner mehr, Georg, ja? Richtig, das stimmt, das ist richtig, was du sagst. Das ist das weitere Problem. Nur, wie gesagt, ich möchte natürlich auch, dass sich die Arbeit lohnt, ne? Und die lohnt sich nicht für 100 Bücher oder 200, nein, lohnt sich, die dann irgendwo rumstehen. Dafür lohnt sich diese ganze Arbeit nicht, die man da reinsteckt. Und wenn wir an uns denken, an uns, ja, ich erfahre ja gar nichts. Ja, genau. Ja, dann müsste ich mir das Buch kaufen, für vielleicht einen Eintrag 30 oder 50 Euro ausgeben. Das lohnt sich ja gar nicht. Nein. Ja? Das steht ja in keinem Verhältnis. Also gedruckt war früher, heute ist online, sage ich einfach mal. Das ist so, ja. Natürlich ist es vielleicht auch noch interessant, ein gedrucktes Buch in der Hand zu haben, wenn meine Familie über zig Generationen, 5, 6 Generationen oder mehr aus einem Ort kommt und da auch die Familie, die Geschwister leben und wohnen geblieben sind. Dann ist es natürlich auch schön, so ein gedrucktes Buch in der Hand zu haben, wo man immer mal kurz reinblättern kann und nachgucken kann. Aber natürlich ist eben halt, online ist Vorteil, wenn man nicht alle Familienmitglieder aus einem Ort hat. Nicole? Ja? Habe ich meine Hand nach oben? Nee, aber einen gelben Kreis hast du drum. Ich hatte gedacht, du wolltest was sagen. Einen gelben Kreis? Ja, ich wollte eigentlich nichts sagen, aber ich sehe das so ähnlich wie die Regina. Also ich habe tatsächlich schon Sachen eben online geguckt, wenn es halt nur was Kurzes ist, nur eine Familie und über eine Familie in den Zweig. Der wohnte 300 Jahre am gleichen Ort. Da habe ich mir dann die gedruckte Ausgabe gekauft, weil das ist dann wirklich günstiger. Da kann man dann auch mal was reinschmieren oder so Wapperl verteilen oder sowas Ähnliches. Aber im Prinzip, die Herstellung ist natürlich teurer, das ist klar. Also ich persönlich würde mir auch nur eins kaufen, wie gerade Regina schon sagte, wenn ich wirklich meine Großfamilie drin hätte. Ja. Aber für eine Einzelperson ist es schon eine schwierige Sache. Vor allen Dingen, man findet das auch leichter. Zum Beispiel habe ich dann mal einen Vorfahren gefunden in den Comgen-OFB-Büchern, einfach durch die Metasuche. Und da wusste ich gar nicht, dass der nicht an dem Ort geheiratet hat. Und scheinbar hat er da ja auch mal gelebt eine Weile. Das wusste ich einfach nicht. Ja, weil ich diesen Ort nicht auf dem Schirm hatte. Da war wohl seine zweite Frau her. Nur von der wusste ich eben auch nichts.
Ja, so wie Norbert ja auch schon sagte, ne, wenn die heirateten, meistens der Pfarrer der Frau, dann warst du beim Mann eben nicht gut bedient. Ja. Das ist das Problem dabei. Genau. Norbert hat schon wieder die Hand gehoben. Ja, Norbert hat heute auch wirklich sehr gute Beiträge. Ja, prima, Norbert. Ja, super. Ja gut, ich habe mich da auch etwas mit beschäftigt, mit diesem Thema. Die AMV zum Beispiel als ergänzende Information, also die AMV, die hat natürlich auch eine Reihe, wo sie im Prinzip, wo Mitglieder auch permanent gedruckte Bücher herstellen. Ja, also da hat man natürlich... Entschuldigung, was ist AMV? AMV, das sind die Sachsen, die Mitteldeutschen, wie heißt das übersetzt? Ahnenforschung. Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung. Ganz, danke, ganz Heiko. Genau. Ganz genau. Danke. Also die haben eine Reihe, ich glaube, die sind mittlerweile bei 95 oder noch mehr, wo die in regelmäßigen Abständen gedruckt das herausgeben. Ja, also und glaube ich auch im Saarland haben die auch sehr viel über den saarländischen Familienforschungsverein, wo dann der Verein die Unterstützung gibt. Ja, die Saarländer sind sehr fleißig. Und bei welchen anderen genealogischen Vereinen das auch der Fall ist, das weiß ich nicht. Ich kenne nicht alle so gut. Ja, also auch manche Vereine tun viel, auch in gedruckter Form. Also das stirbt nicht ganz aus, das hängt dann auch vom Verein, die Unterstützung, die da ist. Ich habe mal jetzt eine organisatorische Frage. Sieht das denn jetzt aus mit dem Vortrag? Der ist ja eigentlich beendet von Michael. Ist die Aufzeichnung jetzt auch beendet, Georg, oder wie läuft das Ganze? Ja, das können wir natürlich auch gerne tun. Dann beenden wir die Aufzeichnung hiermit. Wir können ja gerne darüber weitersprechen. Ja, vielleicht könnte Michael auch noch was sagen. Ganz genau. Vielleicht auch noch ein Schlusswort von Angela an Michael für diese Präsentation. Michael, und dann haben wir nämlich die Aufzeichnung abgerundet. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Ortsfamilienbücher-News. Ich glaube, für einige war das echt was Neues. Und wir haben ja ganz schön diskutiert und ich glaube, dass die Diskussion vielleicht gleich noch in unserer Runde etwas weitergeht. Vielen Dank, Michael. Bitte, gern geschehen.